Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Astroneer. Wir haben, ja, hier etwas stehen, das habt ihr so noch nicht gesehen. Guckt euch das Ding mal mittlerweile an. Es ist bis oben hin randvoll mit aller möglichen Scheiß. Und weil das hier jetzt so gigantisch groß ist und alles, wollte ich euch das ehrlich gesagt nicht vorenthalten. Es gab jetzt auch noch ein paar Sachen, oh, und ich sag's euch. Ich bin ja völlig fertig mit den Nerven. Das ist mittlerweile Versuch Nummer 3, dass ich hierher komm. Komm! Nee. Ist doch jetzt nicht dein Ernst. Okay, wir sind massiv überladen. Moment, das. Ja, das könnte klappen. Okay, wir machen Folgendes. Ich koppel mal das hier ab. Dann fahren wir erst mit dem Teil zurück, kommen dann mit einem der Kleinen nochmal wieder, hängen das hinten dran, das sollte er ziehen können und dann ist alles gut. Also, was ich sagen wollte. Das ist jetzt mittlerweile Fahrt Nummer 1.000.010. Wartet mal. Das kann jetzt nicht wahr sein. Das muss ich mitnehmen. So. Fahrt 1.000.010. Ich bin nämlich noch x Male unten in diesem blöden Scheißding gestorben. Und das einfach wegen solcher Scheißkleinigkeiten, ey. Ich könnte abkotzen. Mein purer Ernst. Ich war kurz vor der Verzweiflung und guckt euch mal die ganzen Sauerstofftanks. Oh. Wir können hier doch nichts mitnehmen. Mann! Gut, dann fahren wir doch direkt nach Hause. Jetzt wollte ich schon hier Sachen abbauen, aber nö, so wird das natürlich nichts. Was ein Pech aber auch. Ach ja, auf alle Fälle, es war die einzige Katastrophe. Ich bin x Male noch gestorben, bin dann mit mittlerweile 2 Fahrzeugen hingedüst. Nochmal. Und ja. Wartet mal, wo ist überhaupt unser Zuhause? Ach, da hinten ist es. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich gewesen. Ich war völlig fertig und dann bin ich noch irgendwie 20 Minuten, habe ich noch Sachen hin und her geschleppt, die Leichen gesucht und oh. Leute, ernsthaft, ich bin durch. Ich hätte es ja nicht gedacht. Das war echt. Es war nervig wie Sau. Nervig wie Sau. Naja, wir haben jetzt auf alle Fälle jede Menge Fahrzeuge. Das heißt, wenn wir nochmal irgendwann verloren gehen, dann. Ja. Können wir da einfach hinfahren. Und noch eine Sache. Wir haben auch 1.000.000 Sauerstoff-Tanks. Ja. Wieso das? Weil ich am Ende nochmal gestorben bin und mir dann dachte, jetzt leck mich doch am Arsch. Ich kann nicht schon wieder ein Fahrzeug bauen. Und ja. Dann habe ich mir Sauerstofftanks gebaut. Und dann haben wir noch massig Tanks bei Leichen gefunden. Und ja. Daher diese vielen, vielen Sauerstofftanks. Denke? Tanks? Tanks. Ich denke, das passt schon. So. Die Dinge haben wir mal entkuppelt. Das wird das Fahrzeug sein, mit dem wir dann jetzt wieder zurückbrettern. Vorher will ich allerdings noch ein bisschen was ausleeren, weil, ne, guck mal, so viel Zeug, wie wir hinten drauf haben, das braucht doch kein Mensch. Das werden wir hier noch los. Wupp, wupp, wupp. Also mal, was? Wo bist denn du jetzt hin? Ich glaube, das ist besser, wenn wir das mal eine Seite erst voll machen. So, hier ist also Kupfer. Was habe ich dabei? Ich habe natürlich Aluminiumerz dabei. Wo fangen wir denn an mit dem Aluminiumerz? Ich glaube hier. Oder da. Oder da. Wir machen das einfach hier hin. Was haben wir hinten noch dran? Wir haben hinten noch Sauerstofftanks. Denke. Tanks. Sauerstofftanks. Kommt das auch weg? Hier haben wir noch Titan. Mache ich da dran. Und wieso hängt jetzt hier? Da kommt jetzt Aluminium hin. So. Ah, Leute, ich bin durch. Ich weiß auch nicht, ob wir so viele Batterien aktuell eigentlich mit uns rumschleppen müssen. Ich denke nicht. Hauen wir einfach auch hier hin. Liegt da schon gut. Haben wir sonst noch was dabei? Nee. Dann fahren wir, wie gesagt, nochmal zurück. Zurück. Dann klemmen wir das Fahrzeug nämlich hinten an das andere Fahrzeug an und das sollte auf alle Fälle reichen. Und dann fahren wir auch mit dem ganzen Gedöns hier zurück. Und ich habe hier noch was gesehen, das war vorher noch nicht da.
Könnte jetzt eventuell auch durch die Enderin gekommen sein. Das sehen wir uns auch noch näher an, wenn wir zurückkommen. Ist mir auch erst auf dem Weg dorthin aufgefallen. Aber wie gesagt, wir sehen uns dann an. Das wird voll gut. Und dieses Höhlensystem, ich habe das ja dann nochmal erkundet, um die Leichen zu finden. Das ist bedeutend größer, als ich jemals angenommen hätte. Wir brauchen da massenhaft, aber wirklich massenhaft so Gemisch. Damit wir da wirklich viel erkunden können. Noch cooler wäre es natürlich, wenn sich die Entwickler endlich mal Gedanken machen würden um Höhlen-Erforschungsfahrzeug. Das wäre vielleicht super. So, wir boppen das hier einfach ran. Thema erledigt. Ach ja. Jetzt fahren wir aber erstmal mit dem ganzen Zeug hier ab in die Heimat. Na also, das kann er also noch ziehen. Sehr gut. Die sind aber auch voll. Über Stein, ja, da wird das schon etwas schwieriger. Aber normaler ebener Boden, das ist kein Problem für ihn. Da kriegt er diesen gigantischen Zug jetzt schon ins Rollen. Ja, eventuell haben wir Glück und wir sehen es jetzt noch direkt auf dem Rückweg. Wo war das denn? Das lag hier. Ah, doch, da rechts. Müssen wir gucken. Also wir dürften vorne noch was ranbringen. Na komm. Stell dich nicht so an. Wundert mich also, dass das hier direkt neben dem Teil da war. Dass wir schon mal versucht haben auszugraben, was aber kaputt ist. Ich hätte gedacht, dass wir es dann sehen. Aber wir haben es wohl trotzdem einfach so übersehen. Genau, das machen wir vorne ran. Das ist bestimmt gar nicht mal so schlecht wegen Crip und so. Und guckt an. Da guckt einer sich das mal an. Nehmen wir das also auch noch mit. Ich glaube, mehr liegt jetzt aber nicht hier. Nee. Ist nicht der Fall und oh. Ich hoffe, wir kommen bald mal auf einen anderen Planeten. Wenn wir Glück haben, ist jetzt bei irgendeinem dieser Forschungsteile tatsächlich das Rezept dabei. Wenn wir Pech haben, dann müssen wir nochmal losdüsen. Wir fangen gleich mal an, die Sachen zu erforschen. Oh, bitte. Lass da mal einen Bauplan oder so drin sein. Es ist verdammtes Harz nur drin. Ist doch nicht dein Ernst. Ist da noch Platz für Harz? Ach, ich hab das jetzt einfach mal hinten rein. Dann gucken wir mal, da haben wir... Ach so, da haben wir Harz. Da ist dann auch noch Platz für Harz. Alles gut. Und Gemisch haben wir erstaunlicherweise auch so gefunden. Das ist doch praktisch. Dann kommt das noch weg. Lithium hatten wir da hinten. Sodele. Dann werden wir das hier auch nochmal rausbauen und erforschen. Ich hoffe jetzt wirklich, dass da nochmal irgendwie ein Rezept dabei ist. Und jetzt nicht nur irgendwelche Materialien, weil das wäre sowas von für den Arsch. Was will ich denn mit Treibstoff? Guckt euch mal bitte unser Treibstofflager an. Also wenn es uns an einem nicht mangelt, dann ist es Treibstoff. Was soll ich denn mit dem ganzen Treibstoff machen, Leute?
Das kann doch nicht euer Ernst sein. Oh ja, bitte, 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 was Sinnvolles. Ja, ja! Also, ich glaube, das ist jetzt genau das, was wir wollten. Das Raumschiff. Also, ich denke jetzt, wir können gleich mal gucken. Ich erforsche das hier noch schnell. Aber wenn wir jetzt echt Glück haben, dann... Oh. Da sind wir offensichtlich fertig. Gucken wir mal. Das ist eine... Oh, das ist das Raumschiff. Wir können es bauen. Okay, Leute, dann werden wir wohl doch demnächst zu einem anderen Planeten fliegen. Dann müssen wir, glaube ich, nur noch einmal in die Höhle unten rein. Dann werden wir dort versuchen, noch was zu entdecken. Nämlich die Schubdüse. Und mit der Schubdüse kann man wohl zu weiter entfernteren Planeten fliegen. Was dann ziemlich, ziemlich cool wäre. Das ist jetzt nur Titan. Bockt jetzt nicht so. Schauen wir doch mal. Mhm. Und jetzt bitte nicht wieder das Solarpanel. Willst du mich verarschen? Nicht das Solarpanel. Nicht das Solarpanel. Ach, Herrgott. Das kann nicht dein Ernst sein. Ey, sag mal, wie oft muss es denn hintereinander bitte noch kommen? Das ist beschissene Kohle. Nützt uns hier auf diesem Planeten null. Völlig unwichtig. So, vielleicht haben wir hier jetzt Glück. Nein, haben wir nicht. Das war jetzt Aluminium, okay. Ich bin gerade etwas enttäuscht. Ich hätte mir tatsächlich mehr erhofft. Also. Hm. Na komm. Nicht nur Ladung, sondern Forschung. Na gut, wollen wir uns jetzt mal nicht so sehr ärgern. Wir bauen jetzt einfach mal da hinten unser Raumschiff. So wie wir das auch vorhatten. Dazu brauchen wir Kupfer. Kupfer, 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 Kupfer. War das jetzt viel Kupfer? Ja. Kriegen wir hin. Blob. Dann holen wir da und dann da nochmal Kupfer. Okay, jetzt aber. Das ist das Raumschiff. Okay, was können wir da bauen? Einsitzer, ein Kran, ein Lager, ein Dreisitzer. Was brauchen wir denn für den Dreisitzer? Viermal Kupfer sollten wir doch haben. Dann sieht das Schiff auch nicht so bescheuert aus. Also bauen wir erstmal drunter. Ach so, wir könnten es ja füllen. Wir könnten schon mal anfangen, es zu füllen. Dann werden wir vielleicht mal ein bisschen was von unseren Tanks hier los. Wow. Also ich habe schon gelesen gehabt, dass die das genervt haben, aber das haben die ja echt massiv genervt. Das ging schon mal schneller voll.
Wow. Okay, jetzt frisst das offensichtlich nicht mehr. Da drüben ist noch Platz. Dann hängen wir hier nochmal zwei so Tanks ran. Jetzt ist die große Frage. Bauen wir jetzt erstmal das da oben fertig? Ja, ich denke. Und das können wir auch noch schnell loswerden. Genau, wir bauen erstmal so einen Dreisitzer drauf. Weil es cool aussieht und ich noch nicht so recht weiß, also ob das halt dann tatsächlich... Ich denke, dass man später jemand einladen kann für die Box und vielleicht nutze ich das nämlich dann später auch noch dafür. Und dann kann man das gemeinsam spielen und dann wäre so ein Dreisitzer natürlich sehr praktisch. Nehmen wir doch hier mal Kupfer mit. Ich glaube, das war Alu, genau, das war Alu. Liegt jetzt hier nicht noch irgendwo Kupfer rum? Das wäre jetzt super praktisch. Aluminium, 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 Aluminium. Und das wahrscheinlich auch. Ja. Interessant, mittlerweile haben wir mehr Aluminium als Kupfer. Ja, wir werden wohl mehr Treibstoff brauchen, als wir gedacht hätten. Gut, Malachit. Wir brauchen dieses Malachit. Haben wir das eventuell mit? Ich denke doch, dass wir da auch was abgebaut hatten. Hatten wir echt nur... Das ist doch scheiße. Okay, wir müssen dann echt nochmal runter. Super Begeisterung. Das ist irgendwie dezent scheiße. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Fehlt uns allen Ernstes das Kupfer, also... Mh. Und ich noch so, ja nee, haben wir doch genug, baue ich nicht ab. Ja, müssen wir also doch nochmal ran. Also gerade, ne? Ich komme mir ein bisschen verarscht vor von dem Spiel. Okay, dann das gleich mal rüber. Aber wir werden jetzt erstmal Energie so zum Schmelzen und Co. brauchen. Nee, bleib ruhig mal da. Ich glaube, wenn das voll ist, dann ziehen wir das einfach ab und holen ein leeres Teil, was wir draufsetzen können. Und wieso kriegt das keine Energie? Nun aber... Immer dieser Workaround, das ist ja echt nervig. Ich hätte gerne irgendwie eine Möglichkeit, dass man das vernünftig sieht, was man denn da eigentlich noch so mit sich rumschleppt. Was will ich denn jetzt mit Sauerstoff? Ich wollte Laterit haben. Der Rest ist irgendwelcher organischer Müll. Wir werfen den einfach mal so dahin. Den Battery Pack. Den behalten wir mal. Das können wir ja alles hier irgendwie hinwerfen. Das werden wir nie brauchen. Fehlt es uns wirklich an Kupfer? Ich weiß nicht.
Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Jetzt könnten wir noch mal Harz nehmen. Kriegen wir da doch noch so ein Teil ran? So, das Aluminiumlager ist fertig. Da haben wir noch ein bisschen Titan. Und weil wir so viel Aluminium haben, müssen wir hier noch was hinklatschen. Ja. Kupfer, es fehlt uns also wirklich an Kupfer. Ist unglaublich. Das heißt, wir müssen echt nochmal zurückfahren. Naja, uns bleibt ja schlecht was anderes übrig. Also müssen wir es tun. Ich gucke jetzt aber nochmal. Ja, wir haben hier doch noch was. Wir haben doch noch Sachen, die wir ausladen können. Das habe ich ganz übersehen. Kann denn das passieren? Dann haben wir da auch noch mehr so Treibstoff. Auf den Treibstoffhaufen damit. Jetzt hör doch mal auf. Ich will das da hinten hinwerfen. Ist jetzt alles klar soweit, ich denke. Wir könnten das mal rausnehmen. Ja, Alu ist natürlich noch da. Wartet mal. Zieht es mal ein bisschen lang. Kommt man da besser ran und dann kann man auch hier das Kabel abmachen. Dann sind die nicht mehr untereinander verbunden und dann kann ich das später woanders hinfahren. Okay, da haben wir nochmal Titan. Ansonsten halt jede Menge so Sauerstoffgedöns. Ich weiß nicht, wofür wir das noch alles brauchen werden, aber ja, ich nehme es mal mit. Da, die Dinge kriegen überhaupt keinen Saft mehr. Ist doch kacke. Ist hier noch irgendwo so ein Ding, wo ich es abstellen kann? Ja. Dann möchte ich doch ganz gerne noch das hier nehmen. Können wir das hier auch einschmelzen? Und sorry, dass ich gerade jetzt so ein bisschen ruhiger werde, aber ja, mir fällt da gerade echt nicht ein, was ich großartig noch erzählen könnte. Wir bauen Sachen. Und dann fahren wir nochmal los und dann haben wir hoffentlich bald noch mehr Sachen. Und ich denke, wir hatten zweimal gemischt, das heißt, wir könnten noch ein Lager bauen. Wusste ich's doch. Klatschen wir da hinten noch so ein Alu-Lager oder sowas hin. Ach, ich habe gar kein Alu mehr dabei. Weil ich es da hingeworfen habe. Alles klar. Gut, nun sind wir aber wirklich fertig.
Das heißt, wir gehen in der nächsten Episode nochmal in die Mine. Und dann werden wir losfliegen, weil wir dann genügend Ressourcen haben sollten. So sieht es aus. Ja, ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zusehen. Ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal. Ciao.